Paket Nummer 2 auspacken. Schere? Ja. Weil es kommt der Beste. Diesmal nicht so groß, 8 Kilo. Reicht. Ja. 1.4G. Die mal, was hinten drauf steht, Böller D-Kiste. Kann der Silvester kommen? So, dann gleich mal. Das Riesending hier oben ausbauen, ja, Riesending. Ich denke daran, dass ich am Tisch stehe. Ja, ein Krillen, aber da sind auch geile Sachen drin. Ja. Papier, so, hier haben wir schon mal die erste Sache. Ich habe keinen Einfluss, was überhaupt drin ist, ey. Ja, oder. Wie das neue? Fire Event. Roter Corsair, der Megapirat. Neu für 2014. Werden wir mal kurz reingucken, wie die überhaupt aussehen. Und die Neuheit 2014, denke ich mal, doch ja. Wir sehen auf jeden Fall. Und wofür wieder da umzurollen? Ich räume das um. Sehen so aus. Nee, lass mal rum, ja. Einfach liegen lassen. So, guck mal, was wir hier haben. Ah ja. Heron, halt da gesagt, Alter, ist auch der Beste. Heron Firebox, auch diesmal eine geile Sache. Auf jeden Fall. Heron. Ja. 2012. Und du passt auch schon quasi aus. Ich will helfen. Nee, lass mal. Auch neu dieses Jahr. King Cobra, die ordentlich eben pfeffern auch schon fester. Ja, und auf jeden Fall auch mit Zulassung, auf jeden Fall geile Sache, King Cobra. Ich bin so nervös. Bin ich bitte jetzt hier an der Seite? Ja, ist einfach wie die Scheiße. Oh, ist ja süß, ey. Das ist ein Babykiste. Oh. Viper, Knallkörper. 36 Stück. Auch mal was Neues. Mal gucken, wie es wird. So. Oh ja. Große Ding. Ne, lass mal noch liegen. Bei Gene Reihenfolge. Kaliber 50. Pinke. Schweifsterne. Zu Titan. Pfeifen. Sehr lustig, aber auch gleich mal da irgendwie ringlotzen, wie es überhaupt aussieht. Weil die geht hier halt nach Reihenfolge. Na gut, okay. Ah, nicht. So, gucken wir mal, wie der Feuertopf hier aussieht. Oh ja. Boah, das sind die Räder. Sieht ja da fast so aus wie im Laden, oder? Kann ja, lieber 50. Kiste, ey, also, ist auch schön. Naja, eine Strumpf. Das ist eine Unterlage, ey. Packen wir mal da ein. Gucken wir uns mal die Viper an. Alle müssen die Kleinen sein. Nee, nee, nicht die Reifdinger. Die nicht. Nee. So. Wo geht's hier auf? Nirgendwo. Ja. Auch mal was Neues, ey. Sehen so aus. Wenn ich könnte, würde ich sofort hier rausfeuern, aber lassen wir mal. Der Tag dauert ja nicht mal lange raus. So, was haben wir hier? Schon ein Papier hier, alles klar. Ach ja, siehst du, da hat er mir. Oh, einer hat mir hier geschickt. So, das ist ja was er gesagt hat, dass ich ihn wollte. Lass doch deinen Verlieben. Ja, hast du Platz haben zum Hinlegen. Ja, Platz habe ich auch so.
Eiheuler, ich weiß nicht, was das ist, auf jeden Fall. Ach nee, das ist die Feuerradsonne, so Feuerradsonne. Ah, okay. Die habe ich mir etwas größer vorgestellt, aber egal. Nö, kannst du auch einen Baum nehmen. Nochmal Jorge, schön polnisch, 12 bis 18 mm, auch sehr schön. Orient. Ja. Polska ist immer gut, die haben sowieso mal die Beste. Damit wir hier schön Zeit lassen. Ja, hier haben wir diesmal Dynamit. 6 Stück. Dynamit Superwetter. Da werden wir auch gleich mal drin glotzen. Sind eigentlich zwei. Ja, schon gemerkt. Nicht. Ist doch egal. Ist doch meine Filme. So. Nee, hier. Gucken wir uns mal die hier an. Na, die Scheiße. Zu scheiße. Wie sehen. Auch schön fest. Ja, ja, klar. Nur anfest. Das sollen ja alle feste sein, auch Sicherheit. Riecht doch gut, riecht immer gute Zeit. Ja. Sehen ganz winzig aus. So. Weihnachten, ne? Das Weihnachten, Geburtstag und Silvester zusammen, weil andere hätte ich irgendwie nicht nötig. Ja. So. Jetzt passt ganz schön viel. Hier haben wir, ja, die guten Sachen kommen noch. Triangel, Sonne, auch manche haben alle scheiß Namen hier. Vier vom Keller und der 18er Verbotene werden wir auch mal rumpassen. Wie die aussehen. Du musst auch einen Baum festhalten, wa? Den kannst du von uns unten anhalten. Okay, der wird's nicht. Die sehen dann so aus. Die sind praktisch dann, sich dann drehen. Ja, so. Ja, ja. Also, auch wie von der DDR, wa? Naja. So, was? Doch? Mhm. Aus Bochum. Marco, weißt du Bescheid aus Bochum? Ja, okay. Nee, das müssen wir das noch nicht auspacken. Das ist eine Überraschung, ey. Das Zeug. Ja, ja. Oh, die schwer. Das halt noch drin lassen, ne? Wird wahrscheinlich Black Power heißen. Ich sag das mal Black Power, Böller C. 100 fucking Stück. Wenn wir natürlich auch gleich mal gucken. Wie die aussehen. Ja, hier Fotograf hier vor dabei. Die sehen, naja, sehen aus wie von Weco. Aber wir werden mal eben verpacken hier aufmachen. Die sehen dann so aus. Auch schön fest, schön hart. Wie ein harter Schwanz. Ja, ja. Und auf jeden Fall gut. Mal hier mal wieder zu. Auch ein schönes Paket. Ja. Kann man nicht klar. Kann man nicht meckern. Jetzt kommt eigentlich die Beste, eigentlich von allen, sag ich mal. Heron. Das müsste praktisch die, ob die jetzt gefächert ist oder gesteppt ist, das müsste eine von den Batterien sein. Auf jeden Fall kein Kinderfeuerwerk, sag ich mal. Kinderkoffer. Nee, es ist kein Kinderkoffer. Es ist ein 5-Schuss. Moment. Ja, Feuertopf. Ja. PSP 5-8. Pyro-Showpack. Silber. Tigerteil, also irgendwas mit Silber. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Von Heron. Top-Firma. Ja, Heron auf jeden Fall. So, hier haben wir praktisch dann nochmal Heron. Also praktisch fast das gleiche. Ah, so gut viel Papier.
Mach mal nicht mal so. Also das ist praktisch, praktisch das gleiche, auch von Heron. Batterie ist es auf jeden Fall nicht. Eine ist gefächert und eine ist gesteppt. Welche jetzt gefächert ist und welche gesteppt ist, weiß ich jetzt nicht. Steht jetzt im Moment auch nicht da. Steht nur da, dass es ein Feuertopf ist. Aber wie gesagt, eine ist gefächert, eine ist gesteppt. Es müssten, wie viel Schuss sein hier? 1, 2, 3, 8 Schuss. 1, 2, nee, Quatsch. Mal 1, 2, 3. Ja, 5 Schuss. Ja, auf jeden Fall. Geile Sache. Hat man die Schiele, ja. Also besser kommen. Und so schnell im Land von der Tauchung finde ich. Ja, dann zeigt euch mal ein Überblick. Also es empfehle ich euch mal hier. So, Moment. So. So, jetzt hier nochmal zum Mischrim. Nochmal Heron. 16 Schuss. Auf jeden Fall hier King Cobra. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann haben wir hier Roter Corsair, der Mega Pirat. Schön. Haben wir hier Dynamit, 6 Stück. Habe ich euch gezeigt, wie sie aussehen. Die sehen hier so aus. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann hier unsere Vipers. Die sehen so aus. Dann hier unser Kaliber 50 Topf. Ja, das wird hier auch Sonne sein, Triangel Sonne. Auf jeden Fall ganz lustig. Ja, aber das hier genau ist, das kleine hier, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Auf jeden Fall irgendwas Feuerradsonne, aber gucken wir mal. Dann eben mal Orient noch. Black Power, Böller C 100 Stück. Hier nochmal Heron. Hier steckt und hier fächert. Praktisch stellt man sie so hin. Dann geht das los. Ja, und das hat hier einen Wert, ja, knapper 100er, oder sind 100 genau. Da haben wir das Riesenpaket nochmal für 200. Und der Rest hier hinten, ja, sind auch nochmal so, ja, ungefähr 50. Also könnt ihr rechnen, ihr wart ja in der Schule, 100 plus 200 sind 300, plus 50 sind 350. Also könnt ihr sagen, mit 350 Euro seid da auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall richtig geile Sachen. Mal neue Sachen, nicht immer der gleiche Scheiß, den man bei Aldi oder Rewe kaufen kann, sondern wirklich hier mal die neuen Sachen ausprobieren. Wenn man das halt nur eh mal im Jahr sich leisten kann. Ja, auf jeden Fall werden Videos folgen. Wird auf jeden Fall geil. Ja, hier Spanner. Ja. Gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, ist eigentlich alt angekommen. Eigentlich rechtzeitig. Jetzt haben wir halt 15.05 Uhr alle Pakete hier. Und ja, dürfte jetzt eigentlich nicht mehr dazwischen kommen. Dann geht es hier los. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, haut rein, knallt schön, lasst die Hände dran. Gesundes neues Jahr. Ja, gesundes neues Jahr. Gesundheit, Glück. Und lasst die Pfoten von den Polenböller, weil das bringt gar nichts. Wenn er dann die Hände da verliert. Jo, da würde ich sagen, reingehauen, ihr Spritzer.